Kennst du diese Videos oder Filme, in denen Zwillinge einander nach Jahren der Trennung wiederfinden, die kurz nach der Geburt getrennt wurden und zu verschiedenen Adoptiveltern gegeben werden? Das sind extrem berührende Momente und das Interessante ist, dass diese Zwillinge einander oft zufällig finden, obwohl sie teils wirklich in der ganzen Welt verstreut sind durch diese Adoptionen. Und wenn sie einander dann wiederfinden, teils zufällig oder teils, weil sie einander suchen, weil sie irgendwie davon erfahren haben, dass sie ursprünglich zu zweit nicht nur inkarniert sind, sondern auch tatsächlich zu zweit geboren wurden, aber dann getrennt wurden. Wenn diese getrennten Zwillinge einander wiederfinden, ist das ein Ausmaß an Liebe und Wiedererkennen, das hier fließt, das ist fast nicht in Worte zu fassen. Und es ist ein ähnliches Gefühl, wenn wir, nachdem wir erkannt haben, dass wir ein alleingeborener Zwilling, Mehrling sind, uns aufmachen, Kontakt aufzunehmen mit unseren Mehrlingen. Ich erinnere mich, als ich erstmals den Dialog der Hände mit meinem scheinbar verlorenen Zwillingsbruder, der mich also in der Frühschwangerschaft quasi in der Gebärmutter zurückgelassen hat und auf die geistige Ebene zurückgekehrt ist, dieses Wiederfinden war so berührend, dass ich während des Schreibens, er hat mir das im Schreiben dieses Buches Alleingeborener Zwilling vermittelt, in Tränen ausgebrochen bin. Und ich erinnere mich, ich habe ihm so unendlich viele Fragen gestellt, die mir am Herzen lagen. Und er hat gesagt, Schwesterlein, all diese Fragen werde ich dir beantworten, aber zuerst komm und lass dich in die Arme nehmen. Etwas, was wir in dieser Inkarnation nie real erleben durften, aber lass es uns in der virtuellen Realität erleben. Und gerade wenn ich das erzähle, habe ich wieder eine Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist so berührend, dieses Wiederfinden, diese Wiedervereinigung. Es ist ja immerhin unsere zweite Hälfte, ganz besonders wenn es ein eineiiger Zwilling ist. Also gönne dir diese Erfahrung und öffne dich für diesen Dialog, diesen Kontakt, diese Wiedervereinigung mit deiner zweiten Hälfte. Und wenn du möchtest, berichte mir darüber.